Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in 4 Wochen, das den Terroristen von Nord angelastet wird. Seit Beginn dieser Welle von Nord-Attentaten in Slowenien jagen die Abgesandten von einer Krisensituation. Unforgiving wilderness. Die neuen Tiberium-Schürftechniken der Bruderschaft von Nord haben die Bruttoerträge auf stolze 49% anwachsen lassen. Die Tiberium-Vorräte der Bruderschaft von Nord belaufen sich jetzt fast auf die Hälfte aller weltweit bekannten Vorkommen. Dadurch gewinnt diese fanatische Terroristengruppe einen gewaltigen Einfluss an der Londoner Goldbörse. Und jetzt weiter mit Lokalnachrichten von... ging beim 2. Weltgipfel zu den wirtschaftlichen Konsequenzen von Tiberium in Hongkong allen Reportern aus dem Weg. Man erwartet, dass Möbius hier Angriffe von wissenschaftlicher Seite zurück... Während die GDI-Truppen zu einem weiteren Angriff auf Nordstellungen ausrücken, hält die freie Welt den Atem an. Das war Greg Badet, DNN, irgendwo im Mittelmeer. Empfangen Sie mich. Deaktivieren Sie Ihre Verteidigungsmatrix. Empfangen Sie mich? Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X-16Y-42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine Lücke in Ihrer Verteidigung entdeckt. Commander Carter könnte Sie mit seinen Rackkreuzern an Land bringen, etwa hier. Vielleicht kann er auch ein bisschen Feuerschutz geben, aber das Ganze bleibt ein Job für Fußtruppen. Ihre Mission ist simpel. Sie dringen in die Befestigung ein, schalten alle Norddroiden aus und errichten eine Basis als Brückenkopf. Viel Glück. Gute Arbeit, ein Brückenkopf, Commander. Ich schulde Ihnen noch ein paar Daten über Nord, damit Sie Ihren Gegner kennenlernen. Das hier ist Kane, der selbsternannte Führer der Bruderschaft von Nord. Warten Sie, ich schalte Sie rein. Zustand wird kritisch. Wissen Sie, warum sich Nord hier am Strand so festbeißt? Die beschützen eine riesige Tiberium-Raffinerie, die unser Geheimdienst wohl übersehen hat. Ich brauche dringend Verstärkung. Nordtruppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Wir müssen einen Schlag gegen die Raffinerie und die Infanteriebots führen, bevor die unsere Stellung überrennen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch halten können. Verdammt. Sie haben es doch gehört. Worauf warten Sie noch?
Ich weiß, ich habe in den Hintergrund Infos versprochen zu Kane und Nord, aber dafür ist noch Zeit, später. Carter sagte, ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Das machen wir jetzt gleich nochmal. In diesem Sektor befindet sich ein Nordstützpunkt, der von Flugabwehrraketen gegen Luftangriffe geschützt wird. Schalten Sie sie aus, dann kann Ihnen Colonel Morelli Luftunterstützung geben, wenn Sie die gegnerische Basis selbst angreifen. Ich muss mich eine Weile ausklinken hier, ein paar Hände schütteln bei der UN. Ich verlasse mich auf Sie. Die globale Defensivinitiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag: die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus. Die Bruderschaft von Nord, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt. Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist. Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt. Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen, unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien. All diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberium-Vorkommen verschafft zu haben. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberiumkristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Delta Sierra Echo an Kommandanten. Nähere mich dem Zielgebiet. Willkommen in der schönen Stadt Bialystok. Scharfe Architektur, was? Ein verstümmelter Notruf meldet die Nordkräfte auf dem Anmarsch. Ich habe keinen Kontakt zu Shepard, aber ich bin mir zu 99% sicher, er würde dir befehlen, Bialystok einzunehmen, bevor es die anderen tun. Verstärkung kommt, aber ich kann dir nicht sagen, wann. Du bist dran. Lass sie tanzen. Kriegsopfer Bialystok. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der geisteskranken GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer, General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Burdett, Bialystok. Schnitt! Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch.
Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Das sind Lügen, Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. War Bialystok ein Tiberium-Umschlagplatz? Hat die GDI hier nicht wieder einmal auf ungenaue Informationen hin vorschnell gehandelt? Sollten die Finanzmittel für die GDI jetzt gekürzt werden? Nordtruppen haben einen GDI-Stützpunkt in ihrem Einsatzgebiet schwer angeschlagen. Waffen und Droiden sind schon äußerst knapp. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Commander, Carter hier. Es ist absolut lebenswichtig, dass Sie einen Kommandobot hier rüberbringen. Vermeiden Sie jeden Kontakt. Nur genug Zeit, um das Flugzeug auf dem schnellsten Weg wieder rauszukommen. Es kommt uns nur auf das Flugzeug. Also vergeuden Sie keine Zeit. Gab es da Unklarheiten mit dem letzten Befehl? Wir wollten, dass Sie alles ausschalten, aber Nord hockt immer noch da. Wir können Ihnen jetzt eine komplette Einheit zur Verfügung stellen, aber diese Mission muss dafür auch klappen. Beseitigen Sie alle Nord-Kampfbots und Installationen, was immer Sie finden. Und reprogrammieren Sie Ihre Droiden. Erbeutetes Tiberium ist mit äußerster Sorgfalt zu transportieren. Es scheint einen negativen Einfluss auf Bots und Menschen auszuüben. Ende.
Weltnachrichten und Kommentare 6 wichtige Beiträge übertragen. Boden- und Luftkämpfe zwischen Nord- und GDI-Droiden eskalierten heute, als Nord eine neue Bodenoffensive gegen die afrikanischen GDI-Truppen startete. Wohl als Reaktion auf die jüngsten Etatkürzungen bei der GDI. GDI-Sprecher dementierten erneut Gerüchte über Waffentests, an denen auch Laserkanonen im geostationären Orbit beteiligt gewesen sein sollen, die ganze Armeen in Sekunden ausrotten könnten. Exklusivfotos, die heute aus dem Weltzentrum für Tiberiumforschung herausgeschmuggelt wurden, belegen ernsthafte ökologische Schäden in tiberiumreichen Gebieten. Ob diese ungewöhnlichen Auswirkungen auf pflanzliches Leben in irgendeinem Zusammenhang stehen mit den jüngsten Berichten über Tiberiumvergiftung bei Menschen, das bleibt abzuwarten. Und die Zahl der Toten bis jetzt, die kennt hier noch niemand. Dies ist Greg Burdett vor den Ruinen, die GDI-Terroristen übrig gelassen haben vom Santa Bianca Waisenhaus. Nun schauen Sie nicht so überrascht, Commander. Und suchen Sie nicht nach Ihrer Eva, die kann Ihnen jetzt nicht helfen. Nun, worüber wollen wir plaudern? Ihre oh so starken GDI-Truppen sind praktisch entmannt und Sie selbst stehen da als Kindermörder. Natürlich stimmt das nicht. Aber die Welt glaubt nur, was die Medien ihr zu glauben anbieten. Und ich bestimme, was die Medien glauben, ganz einfach. Ihr kleines Schusstier wird wach. Aber da ich jetzt weiß, wo Sie wohnen, Commander, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich meine letzten Stunden auf Erden damit verbringen, mich zu vergnügen. Natürlich. Sie können stattdessen auch für eine verlorene Sache kämpfen. Aber Sie wissen, es ist vorbei. Feldeinweisung unter Gefechtsbedingungen. Ernste Bedrohung der Zivilbevölkerung in Sektor 24. Innerhalb der Region Bratislava. Dieser Auftrag ist von größter taktischer Bedeutung. Zivilisten erkrankt oder sterbend. Ursache ist Tiberiumvergiftung. Dr. Möbius errichtet Feldlazarett mit Forschungsstation. Ihr Auftrag? Beschützen Sie Möbius, sein Team und die Zivilbevölkerung unter allen Umständen.
Commander. Sie gehören nicht wirklich dazu, solange Kane nicht mindestens einmal seine Medienbluthunde auf Sie gehetzt hat. Ich suche im Moment Shepard, aber keiner weiß genau, wo er gerade ist. Eine schlechte Zeit, um sich abzusetzen. Die Truppen sind durch die Tiberium-Ausfälle auf 60% der Sollstärke runter. Hier haben Sie Ihr Ziel. Hier vorne fließt der Fluss mit etwa 6 Knoten vorbei. Klar? Und hier haben Sie die Nordbunker. Also Folgendes brauche ich. Schalten Sie die beiden Bunker aus, damit mein Konvoi hier durchkommt um 0200. Sie könnten vielleicht ein Ablenkungsmanöver am Ufer abziehen, nur falls einige Noddies es immer noch nicht verstanden haben. Nur ein bisschen, um mir Deckung zu geben, bis ich am Kraftwerk bin. Danach können Sie sich ruhig zurücklehnen und dem Spektakel zuschauen, während die Jungs und ich den Nordbots ein wenig Feuer machen. Kater Ende. Achtung! Übertrage neue Informationen zum Thema Tiberium-Gefahren. Tiberium ist nach dem italienischen Fluss Tiber benannt, wo es zum ersten Mal gefunden wurde. Es gibt heute mehr als 200 Gebiete auf der Welt, in denen Tiberium-Lager entdeckt wurden. Tiberium scheint sich von selbst auszubreiten. Fortbewegungsmethode ist unbekannt. Dr. Möbius, unsere Zuschauer wollen wissen, was genau ist Tiberium denn nun wirklich? Ja, ja. Also molekular ist es ein nicht auf Kohlenstoff basierendes Element, das offenbar starke metallische Eigenschaften besitzt, sowie eine nicht resonante, umkehrbare Energie mit dem Hang, kohlenstoffbasierende Molekularstrukturen zu zerstören, mit inkonsequenten und ungleichen Positronen im Orbit auf dem 1., 2. und 9. Quarkring. Wow, ist das gut oder schlecht? Sagen wir mal so, Eddie. Die Möglichkeiten von Tiberium sind grenzenlos. Wir wissen jetzt, dass Tiberium nicht nur dem Boden Spurenelemente entzieht, sondern offenbar auch bei der Pflanzenwelt lebenswichtige Mineralien schmarotzt. Kontakt ist für Menschen extrem giftig und endet oftmals tödlich. Vermeiden Sie ihn um jeden Preis. Commander, wir mussten Sie täuschen. Die UN war nicht wirklich gegen mich. Zumindest nicht alle. Aber wir mussten ein kleines Spielchen spielen, um Kane ein falsches Gefühl der Sicherheit zu geben. Ich habe ein paar UN-Fonds angezapft und diesmal erledigen wir den Verrückten endgültig. Morelli, für Sie haben wir auch ein paar neue Spielzeuge. Sie kennen die Geheimdienstberichte über den Orca und hier ist er jetzt. Ich lasse Sie und Morelli mit ein paar dieser Babys aufsteigen und sie ordentlich testen. Konzentrieren Sie sich auf einen Kreis von etwa 50 Meilen Radius um Trieste und schauen Sie, was Sie herausfinden können. Commander, der Einsatz hat sich erhöht. Der Kontakt mit unserem Agenten, Codename Delphi, brach mitten in der Übertragung ab, gerade als er uns die Lage von Kanes Labor mitteilen wollte. Er experimentiert mit Tiberium. Injiziert das Teufelszeug sogar Menschen. Delphi kennt außerdem Routen und Zeitplan für den streng geheimen Konvoi, den Kane nach Bosnien schicken will. Nach ihrer Landung an diesem Strand kämpfen sie sich durch die Nordwachen und suchen Delphi, wenn er noch
leben sollte, sichern Sie die Information. Ende und aus. Von der GDI durchgeführte Nachforschungen ergaben die folgenden Zahlen für Krankheitsfälle im Zusammenhang mit Tiberium. Atemwegserkrankungen. Genetische Erkrankungen. Immunsystemversagen. Todesfälle durch Tiberium-Kontakt. Durch Tiberium infizierte Bäume setzen Sporen frei, die offenbar den Krankheitsüberträger darstellen. Die Wissenschaftler der ganzen Welt konzentrieren ihre Forschungen auf diese tödlichen Sporen. Tiberium ist eine neue Lebensform. Ganz vereinfacht ausgedrückt passt es offenbar Bodenbeschaffenheit, Fauna und Umwelt der Erde seinen außerirdischen Überlebenserfordernissen an. Wenn das wirklich der Fall ist, meine Damen und Herren, sehen wir uns hier einem Killer gegenüber, der tödlicher ist als unsere schlimmsten Albträume. Ich darf ohne Übertreibung behaupten, dass dann die Zukunft unseres gesamten Planeten auf dem Spiel steht. Möge Gott der Allmächtige uns gnädig sein. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, Commander, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Kane hat rausgefunden, wo Möbius steckt, und er greift mit allem an, was Treibstoff hat. Sie müssen eine Truppe zusammenstellen. Möbius einsammeln und ihn zu den Rettungshubschraubern schaffen. Möbius ist verrückt, aber auch der Schlüssel zu diesem Tiberium-Rätsel. Viel Glück. Wir sind fast am Ziel, Commander. Wir haben Kane in seinem biochemischen Forschungslabor in die Enge getrieben. Planieren Sie die Gegend dort. Der Nachrichtendienst ist sicher, dass Kane dort ist. Das bedeutet, unser Vernichtungsschlag muss sitzen. Das hier sollte helfen. Die Jungs von der Forschung haben die ersten Tests mit dem Ionenwerfer abgeschlossen. Einer strategischen Abwehrwaffe der neuesten Generation. Ihr geostationärer Orbit verschafft ihr einen Zielstreufaktor von 8 zu 1. Eine furchteinflößende Waffe, die stärkste in unserem Arsenal. Ihr Kampf war lang und hart, Commander, aber jetzt ist er vielleicht bald vorbei. Wir verlassen uns auf Sie. Viel Glück. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Commander. Es war mein Fehler. Kane hat sich im letzten Moment aus dem Labor geschlichen. Schlüpfrig wie ein Aal, aber nicht mehr lange. Seine Truppen quetschen sich durch diesen Hohlweg, offenbar um sich beim Hauptquartier zu sammeln. Wenn Sie schnell genug sind, können Sie die gesamte Nordarmee im Gänsemarsch erledigen. Unsere Strategen versuchen so lange, das Hauptquartier zu orten. Zeit für den Fangschuss, Commander. Wir haben den Commander. Kanes Tempel und Operationsbasis. Diese Übertragung wurde uns vor 5 Minuten live von einem Agenten vor Ort überspielt. Also gibt es keinen Zweifel, dass Kane da drin ist. Er hat seine Spezialinfanteriebots dabei. Sie werden nicht leicht an ihn rankommen. Ironisch, nicht wahr? Kane hat seinen Tempel direkt vor den Toren von Sarajevo aufgepflanzt.
Genau da, wo einst ein anderer, Verrückter schon den Ersten Weltkrieg angezettelt hat. Und wir sind hier und versuchen, den nächsten Verrückten aufzuhalten. Commander, es gibt diesmal kein Pardon. Keine Nachsicht mit Kane und seinen Fanatikern. Machen Sie seinen Tempel dem Erdboden gleich. Vernichten Sie den Bastard! Selbst wenn Sie sterben bei dem Versuch. Es hat uns schwer. Sie haben den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen hier raus, bevor... Sir, wir hatten erhebliche Verluste oben. Die Gebäude wurden beschädigt, der Feind konnte eindringen. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Offizielle UN-Stellen bestätigten vor wenigen Stunden, dass Sturmtruppen der globalen Defensivinitiative am Nachmittag das Hauptquartier der Bruderschaft von Nord bei Sarajevo erfolgreich angegriffen und zerstört haben. Damit endet eine dreitägige Belagerung, in der sich die Truppen von GDI und Nord erbitterte Gefechte geliefert hatten. Augenzeugen und Überlebende berichten übereinstimmend, dass die Kampfverbände etwa gleich stark gewesen seien. Doch die GDI-Führung habe überlegene Taktiken und Strategien angewandt und Nord ausmanövriert in einer, Zitat, epischen Schlacht. In einer am frühen Abend herausgegebenen Verlautbarung bezeichnet der UN-Verteidigungssekretär Dr. Charles Olivetti die Männer und Frauen der von der UN finanzierten GDI-Truppen als, Zitat, unvergessene Helden der Menschheitsgeschichte und unermüdliche Verteidiger der Freiheit, Zitat Ende. Obwohl Dr. Olivetti noch keine genauen Zahlen bekannt gab, bestätigte er doch, dass beide Seiten schwere Verluste zu verzeichnen hatten. Auch Kane, der selbsternannte Prophet und charismatische Anführer der Bruderschaft von Nod, gehört zu den Vermissten und ist vermutlich gefallen. Die Entdeckung und Vernichtung des Nord-Hauptquartiers setzt einen Schlusspunkt unter eine dreijährige Eskalation der Gewalt, die durch die internationalen Terroranschläge dieser Organisation geschürt wurde. Die Reaktionen der Weltöffentlichkeit waren gemischt. Der slawische Premierminister
Wir haben ihn, Commander. Kanes Tempel und Operationsbasis. Diese Übertragung wurde uns vor 5 Minuten live von einem Agenten vor Ort überspielt. Also gibt es keinen Zweifel, dass Kane da drin ist. Er hat seine Spezialinfanteriebots dabei. Sie werden nicht leicht an ihn rankommen. Ironisch, nicht wahr? Kane hat seinen Tempel direkt vor den Toren von Sarajevo aufgepflanzt. Genau da, wo einst ein anderer Verrückter schon den Ersten Weltkrieg angezettelt hat. Und wir sind hier und versuchen, den nächsten Verrückten aufzuhalten. Commander, es gibt diesmal kein Pardon. Keine Nachsicht mit Kane und seinen Fanatikern. Machen Sie seinen Tempel dem Erdboden gleich. Vernichten Sie den Bastard! Selbst wenn Sie sterben bei dem Versuch. Es hat uns schwer. Sie haben den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen hier raus, bevor... Sir, wir hatten erhebliche Verluste oben. Die Gebäude wurden beschädigt, der Feind konnte eindringen. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Bestätigten vor wenigen Stunden, dass die massiven Zerstörungen am bei Sarajevo gelegenen Hauptquartier der mutmaßlichen terroristischen Vereinigung Bruderschaft von Nord auf eine Satellitenwaffe im Orbit zurückzuführen sind, ein Geschütz, das offizielle Stellen als Ionenwerfer bezeichnen. Mit der Zerstörung des Gebäudes endet eine 3-tägige Belagerung, in der sich die Truppen von GDI und Nord erbitterte Gefechte lieferten. Augenzeugen und Überlebende berichten übereinstimmend, dass die Gefechte ohne den Einsatz des furchterregenden Satellitengeschützes wohl noch wochenlang ergebnislos weitergegangen wären. In einer am frühen Abend herausgegebenen Verlautbarung bestätigte der UN-Verteidigungssekretär Dr. Charles Olivetti, dass es auf Seiten der Nordtruppen zu sehr schweren Verlusten gekommen sei. Doch habe der Einsatz der Krieg der Sterne-Technologie die Verluste auf Seiten der GDI und der Zivilbevölkerung im, Zitat, technisch vertretbaren Rahmen gehalten. Zitat Ende. Im Gegensatz zu früheren Dementis des UN-Sicherheitsrates bestätigte Dr. Olivetti, dass mit der Entwicklung des Ionenwerfers schon vor einigen Jahren begonnen worden ist. Die Entdeckung und Vernichtung des Nordhauptquartiers setzt einen Schlusspunkt unter eine 3-jährige Eskalation der Gewalt, die durch die internationalen Terroranschläge dieser Organisation geschürt wurde. Sprecher der Bruderschaft waren derzeit nicht.